Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video beim Simson Doktor. Heute beschäftigen wir uns mit dieser wunderschönen weißen Schwalbe und der Problematik, dass sie immer wieder ausgeht bzw. nur beim Start kurz läuft und dann nicht mehr will. Nummer 1, was ich gecheckt habe, war natürlich die Zündkerze. Diese funkt aber wunderbar. Und Nummer 2 ging dann gleich an der Blick an dieses interessante Benzinhahnkonstrukt hier. Und zwar diesen etwas überdimensionierten Benzinschlauch und den dazugehörigen Filter. Ich will euch mal wieder das Übliche demonstrieren. Sprit ist drin. Ich habe welchen eingefüllt. Daran liegt es also nicht. Wir nehmen uns einen Becher zur Hilfe und drehen den Benzinhahn auf. Probieren wir mal mit einer Hand. So, Benzinhahn wird gerade aufgedreht und jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Nämlich ein paar Tröpfchen. Drehen wir weiter auf Reserve. So, drehen wir weiter auf Reserve. Jetzt kommt ein Rinnsal raus. So, ist natürlich beides schlecht, denn damit läuft der Motor nicht, beziehungsweise läuft nur ein paar hundert Meter und dann bleibt er wieder stehen. Also, Leute, ganz, ganz wichtig, diese Benzinfilter hier sind absoluter Schrott. Vor allem diese Plastikfilter, die setzen sich nämlich zu von dem Öl, das in der Zweitaktmischung ist. Und dann geht nichts mehr durch. Und genau das ist hier das Problem. Das heißt, wir werden mal diesen ganzen Benzinschlauch rausschmeißen, gegen einen schönen Originalen tauschen und dann läuft die ganze Sache wieder. Ja, genau. Und schon sind wir wieder beim Ende für heute. Freut mich, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.